Auch noch ein bisschen Kohle. Oh, machen wir noch ein paar Fackeln. Also wir brauchen, glaube ich, echt noch ein bisschen was. Ein bisschen Fackeln und alles. Na komm, nehmen wir alles mit hier. Zack, machen wir. Wird alles verwurstet hier. So. Zack. Das dürfte reichen. Achso, ich hätte auch gleich da bleiben können. Boah, da 64 Punkte. Oh Gott. Reicht. Brot ist jetzt zwar nicht effektiv und ist auch nicht wirklich schmackhaft, vor allem nicht, wenn es trocken ist. Aber ich denke mal, für unsere Zwecke wird es reichen und wir werden erstmal auf ein bisschen auf eine kleine Wanderschaft gehen. Kleine, große Wanderschaft. Und hoffentlich was mitbringen. Also wir haben ja noch ein bisschen Holz. Wenn wir ein bisschen Stein sammeln, Kohle finden wir auch, können wir uns dann auch wieder locker flockig bestimmt Werkzeuge nachcraften. Da wird das nicht das Problem sein. Nur ohne die andere Werkzeugstation werden wir wahrscheinlich die Axt nicht herstellen können. Das ist ein bisschen schade. Vor allem, da wir so wenig Eisen haben. So, wir müssen nach da vorne. Okay. Also an dem Dorf vorbei und dann einfach nach oben latschen. Um erstmal in ein neues Gebiet zu kommen, wo wir vorher jetzt noch nicht waren, natürlich. Ach komm. Oh, ich dachte, dahinter wäre jetzt. Okay, so. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Besser wäre es natürlich, aber ich habe jetzt auch keine Axt dabei. Das ist. Hätte man mal machen können. Vier Eisen hätten wir noch gehabt. Aber ich möchte natürlich auch gerne immer schnell los und was machen. Weil ich habe auch eine begrenzte Zeit und dann ist immer ein bisschen doof. Ne? Man steht immer ein bisschen unter Druck, weil man möchte ja was machen, was schaffen, was tun, etwas erledigen. Oder erlegen. Da, ich bin immer so aufgeregt, wenn ich was Neues installiere und so. Und dann muss ich mal losdackeln und erstmal gucken. Planet Megapack. Oh, das hatten wir schon vorher. Sternlauch. Okay, das ist gruselig. Ja, okay, das hat er doch aufgesammelt. Alles klar. Oh, komm mal, ey, wir haben direkt eine Höhle hier. Ich glaube. Die können wir getrost vergessen. Das war ja sehr erfolgreich. So, wir haben alles, was wir brauchen. Natürlich gehen wir jetzt zurück. Was haben wir da? Braune Blätter. Warum sind diese Blätter braun? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Haben wir jetzt hier eine Höhle? Oder ist das wieder nur so ein kleines Stück? Oh, das Eisen. Okay, Bergarbeiterfreude. Das hört sich lustig an. Ach guck mal, es geht in beide Richtungen. Ach du Scheiße. Okay, die Kohle brauchen wir auf jeden Fall auch. Ich glaube, wir haben schon fast gar nichts mehr so wirklich. Also das heißt, Kohle müssten wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen wieder ohne Ende. Sonst kommen wir nirgendwo an damit. Jetzt bräuchten wir vielleicht noch einen Diamantspiel, sag ich schon. Das bräuchten wir auch, ja. Boah. Aber auch ein Goldschwert. Hallo? Okay, der war unsichtbar. Weil, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Gott, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Jetzt haben wir das geflutet. Gott.
müssen wir mal kurz hoch. Das muss jetzt... Das muss gestoppt werden, sonst... So. Ja, natürlich. Ich bin ja auch ein Held. So. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, das Goldschwert ist nämlich effektiv, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gegen, die Werwölfe. So rum. Meine Güte. Das ist, wenn man gerade noch was anderes macht und dann versucht, irgendwas nachzudenken, da kommt einem immer dasselbe wieder in den Kopf. Das hatte ich letzte Mal schon wegen so ganz blöden Detail auch. Guck mal, das wird hier nichts mit dem... Ich verbrate jetzt einfach ein bisschen Holz gerade, weil ich gerade keinen Bock habe, das jetzt hier... Und alles nur wegen dieser blöden Kohle auch noch, ne? Jetzt sackt das da aber auch wieder ab. Ach komm, dann lassen wir das da vorne. Warte mal. Ah, hier können wir? Okay. Da können wir die ganze Kohle nie abbauen. Das wäre zu stressig jetzt hier. Nee, das lasse ich auch. Ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier rumbauen muss und nur für diese blöde Kohle. Da mache ich mir zur Not einfach Holzkohle. So. Ja, aber gegen die Werwölfe, genau, so war das nochmal noch. Da brauchen wir halt ein Goldschwert, glaube ich. Es gibt auch verschiedene Ausführungen oder Formen von diesen Werwölfen. Es gibt, glaube ich, sogar ein Feuerwehrwolf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der steckt halt ein, wenn er einen anhittet, in Brand. Oh, die sind so fies, die Teile. Und die haben auch echt massig Leben. Wenn man sie halt nicht mit einem Goldschwert bearbeitet. Natürlich, wenn man ein Diamantschwert hat, was verzaubert ist, das macht natürlich auch gut Schaden. Aber ich meine mich wirklich daran zu erinnern, dass man trotzdem besser das Goldschwert nimmt. Und das dann verzaubert. Ich glaube, das macht Sinn. Es gibt sogar ein Silberschwert. Das hat mich gewundert. Aber mit diesem Silberschwert bringt es, glaube ich, nicht so viel. Das kriegt man auch von Mobs, wenn man die killt. Ich glaube, das kann man noch nicht mal herstellen. Da können wir mal kurz vielleicht mal gucken. Oh, was kann. Da hat irgendwas gerade Geräusche von sich gegeben, was mich ein wenig bekloppt. Genau, die Spinne war es nämlich, ne? Die ist irgendwo runtergekracht gerade. Auf jeden Fall, das habe ich gehört. Oh Gott, ey. Die soll ja wegbleiben. So, wenn wir jetzt auch die Schmiede hätten... Oh Gott, da müssen wir runter. Oh, scheiße. Was ist das da unten? Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das will ich haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es haben. Oh Gott! Was ist das da hinten? Alter Walter. Okay, das bedarf auf jeden Fall einer näheren Untersuchung hier. das wird geil. Okay, oder fällt auch nicht. So, dieses Eisen wollen wir natürlich nicht verschwenden. Das nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Oh, ich hoffe, wir gehen nicht drauf. Oh, das wäre so ärgerlich. Jawohl, haben wir. Komm her. Und hier noch ein bisschen. Zumindest kriegen wir jetzt schon mal
genügend Eisen zusammen, hoffentlich. Was haben wir denn? 19. Naja. Ist jetzt zwar noch nicht so viel, aber es kommt natürlich noch. Wir wollen ja hier auch noch erstmal massig sammeln. Und das ist ja auch eine große Höhle anscheinend. Also so eine Schlucht schon wieder. Also ich denke mal, hier werden wir auf jeden Fall genug finden. Bernstein. Traumcraft. Ah, ist sogar der richtige. Geil. Ja, den nehmen wir doch gleich mit. Haben wir schon sogar schon was aus der neuen, aus der neuen Mod gefunden. Geil. Also das finde ich ganz gut. Wir hatten zum Glück noch nicht ganz so viel erkundet. Und deswegen sind die Sachen noch recht nah bei uns dran. Ja, also das ist schon so ein kleiner Pluspunkt. Da hatte ich schon so ein bisschen Sorge. Da ist auch wieder sowas, so ein komisches Gebilde. Ich weiß nicht, was das ist. Das wird wahrscheinlich von Traum, auch von Traumcraft sein. Achso, hier ist noch. Warte mal, das war da unten aber hohl. Also da war nichts drunter. So. Jawohl, haben wir. Jetzt müssen wir uns natürlich hier irgendwie so ein bisschen durchbauen. Ich weiß auch noch nicht, was da hinten genau ist, aber vielleicht gehen wir erst einmal nach hier. Hier haben wir auch wieder Bernstein. Warte mal, ist da drunter noch was? Ja. Weil dann können wir auch gleich gucken, was diese komischen Teile da sind. Haben wir jetzt nicht gekriegt. Oh, muss man wahrscheinlich mit der Eisenspitzhacke machen. Warte mal, wo war das denn jetzt? Oh, ich hätte die Spinne gehört. Da, jetzt sieht es aber anders aus. Also müssten wir uns da, wo wir runter waren, genau hinbauen. Oh Gott, ich habe Angst, dass wir da runterfallen oder dass die Scheiße da runterfällt, bevor wir sie eingesammelt haben. Boah, guck. Alter, Alter, boah, geh weg. Nein! Scheiße, ey. Oh, 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 oh. Entschuldigt, wenn ich jetzt gerade ein wenig ruhig werde. Ich hab grad total Schiss. Wir werden gleich sowas von verrecken. Deswegen habe ich mich jetzt gerade mal ein paar Blöcke hochgebaut. Guck mal, da hinten ist auch noch sowas. Das ist hier überall und da auch. Was ist das alles? Also das können wir gleich erst nachgucken, wenn wir hier... wenn wir... Ja, wir ein bisschen mehr Leben haben. Aber das wird sich jetzt ein bisschen ziehen. Und deshalb kann ich vielleicht... einfach mal so ein paar Sachen wegpacken. Die wir jetzt eh nicht brauchen. Man hört es aber auch überall. Das ist das ganze Problem jetzt an der ganzen Geschichte, ne? Diese blöde Spinne, dass die uns hier runtergekickt hat, ey. Das ist zum Kotzen. Ich habe auch die dumme Befürchtung, dass hier irgendwo ein Spawner ist. Das wäre natürlich auf einer Seite geil, aber jetzt gerade rum praktisch. Ja, komm, okay, jetzt. Jetzt oder nie? Jetzt greifen wir an. Ich gehe jetzt erstmal nach hier oben. Kann ich hier nochmal schnell ein bisschen ausleuchten. Bioiderz. Achso, das ist Biomes or Plenty. Ich glaube, damit konnten wir nichts anfangen.
Oh, das sieht eher danach aus. Eisenspitzhacke. Ja. Na, das war definitiv. Müssen wir das damit abbauen. Wir haben noch ein bisschen Salz. Das nehmen wir auch schon mal mit. Also wir können es natürlich auch selber herstellen, aber wenn wir es hier gerade schon mal finden... Oh Gott, ey. Hier ist so viel so viel Zeugs, was wir hier so finden gerade. Ich bin begeistert. Das ist... Da wird man unvorsichtig. Zinnoberz? Okay. Kenne ich nicht. Ist aber von... Tomcraft. Ich würde sagen, dieses neue Erz bauen wir erstmal alle generell mit der Eisenspitzhacke ab. Weil ich weiß nicht, was man davon abbauen kann mit der Steinspitzhacke. Was ist das hier? Oh, Tomcraft. Feuer durchzogener Stein. Lass mal was ausprobieren. Oh, das geht. Okay. Was oder gibt es einen Unterschied? Ich glaube, hier kriegen wir mehr mit raus, vielleicht. Kann aber natürlich auch Zufall gewesen sein. Ah, oh, da geil. Ey, so viele neue Klamotten. Da werde ich mich erstmal reinlesen müssen. Oder auch vielleicht Videos schauen dazu, noch ein paar. Ich habe echt noch keine Ahnung, wie das alles genau funktioniert. Aber es hört sich mega geil an. Was man zaubern kann, ne? Also ein Zauberstab und alles. Boah, super. Also ich finde, die Idee dahinter ist richtig, richtig cool. So, was müssen wir hier mal gerade? Den Schüssel mal wegpacken. So, dann sammeln wir das nämlich auf und dann können wir uns da hochbauen mit den Sachen, die wir abgebaut haben. So. Hoppala, warte mal. Ach, guck mal. Oh, Gold. Oh. Das wäre aber beinahe schief gegangen. Also damit wollte ich es nicht abbauen. Weil ich... Das kriegen wir auch nur mit der Eisenspitzhacke, ne? Das war doch so, oder? Bei Gold. So. Gott, warte mal, wir müssen mal hier so eine Fackel anbringen. Dann sehen wir auch ein bisschen was. Boah, Kohle kriegen wir, glaube ich, jetzt echt auf jeden Fall genügend. Hier noch ein bisschen was. Dann können wir uns hier auch gleich schon mal ein bisschen hochbauen. Also hier muss man auf jeden Fall drauf gehen, ey. Mit diesem Rumgeeier. An den Wänden hier und sowas. Dann brauchen wir eigentlich so eine Kletterausrüstung. Das wäre cool. Gibt's bestimmt auch als Mod. Aber irgendwo muss mal Schluss sein und es werden immer mehr Mods und mehr und mehr. Aber es gibt einfach so viele geile Sachen, die man auch zusammenpacken kann einfach, die einfach passen. Das ist schrecklich manchmal. Aber es macht auch einfach Spaß, einfach immer wieder neue Sachen einzubringen. Dadurch wird es auch nicht langweilig oder so, sondern man hat immer wieder eine Herausforderung. Es gibt was Neues zu entdecken. Auch wenn ich die alten Sachen noch teilweise gar nicht vollkommen entdeckt habe. Wo noch Sachen sind, wo ich mir denke, aha, das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Das finde ich einfach klasse. Das macht mir einfach ungemein Spaß. Also wir haben keine Steinspitzhacke mehr. Okay. Ich werde jetzt erstmal noch hier diese eine Eisenspitzhacke aufbrauchen. Einfach auch, weil es schneller geht. So. Da oben müssen wir auch gleich nochmal gucken. Das wird wahrscheinlich ein Strom- oder ein donnerdurchzogenes Teil sein. Und das vielleicht mit Wasser durchzogen. Was haben wir denn hier? Eisenerz. Bam, läuft doch. Zack, hier eine Fackel hin. Direkt am Hintern ist der Arsch auch schön warm. So muss das sein, ne? Ein molliges Gefühl im Hintern. Im Hintern.